Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, nach dieser Überdosis Politik und Corona kommt jetzt eine Überdosis Charme ins Studio. Okay. Freue mich immer, wenn sie da ist, wäre ich gleich ganz sentimental, weil ich mich an so viele schöne gemeinsame Erinnerungen, viele schöne Termine, gemeinsam mit dem Helmut Zilk und dir erinnere. Geburtstag haben wir gefeiert, in Zürich gemeinsam und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft ich die Dagmar und den Helmut erlebt habe und sie hat mich gerade erinnert, dass ich über der Wohnung von Dagmar, Koller und Helmut Zilk mal ein halbes Jahr lang News entwickelt habe. Und wir haben immer die Stimmübungen der Dagmar Koller als musikalische Untermalung gehabt. Ja. So. Vor allem habe ich damals Mai für Lady geübt. Und das sind ja gewaltige Ausdrücke auf der Bühne, die man laut genug sagen musste. Dass man nicht wusste, spricht sie jetzt mit dem Ehemann oder übt sie. So. Also, Dagmar, wunderschön, dich im Studio zu haben. Du hast dein Buch mitgebracht, über das reden wir dann auch gleich. Wir reden auch über die ewigen 50, die du bist. Gratuliere zum 50er nebenbei. Ja? Naja, du kannst ruhig sagen, ich bin jetzt 81 gewesen. Das wissen wir, aber das glaubt er ja. Oh ja. Also wenn du das sagst, dann jeder, die schummelt, die ist 50. Also, Dagmar Koller, ewige 50, erklärt uns erstens, wie man immer gesund bleibt. Zweitens, wie man immer glücklich bleibt in diesem Buch, darüber reden wir gleich. Und drittens, wie man sich fühlt, wenn man geimpft ist. Denn Dagmar, du warst eine der Ersten, die eine erste Corona-Impfung bekommen haben. Noch dazu glücklicherweise mit BioNTech/Pfizer. Ja. Wie war es denn so der erste Stich? Ich wollte das unbedingt haben, weil ich mir gedacht habe, warum in der Welt erzählt man, dass das Impfen so wichtig ist. Und ich mache das, weil ich will ja gesund bleiben und will ja auch immer also richtig mitleben mit allem. Ja. Und dann war die Impfung so schnell vorbei, dass ich gar nicht gespürt habe, dass die da hinein was geschossen haben. Den Stich gar nicht gespürt? Nichts. Und dann das Beste war, alle haben mir gesagt, es kann sein, dass sie jetzt ein bisschen Fieber haben. Dann habe ich am nächsten Tag gedacht, ja, wann kommt das bisschen Fieber? Es kommt nicht. Habe ich sogar angerufen in der Station und habe gesagt, bei mir kommt kein Fieber und es kommt nichts. Ja, dann haben sie Glück, dass das so gut geht. Und jetzt haben sie mich gebeten, noch die zweite Impfung zu machen. Wow, und wann ist die? Am 1. April. Kein April-Scherz, am 1. April. 1. April. Du bist aber sicher, du kriegst sie. Kein April-Scherz. Nein, ich krieg sie wirklich. Und dann bist du eine der ersten Österreicherinnen, die wirklich 100% immun ist, die zwei Stiche hat, also die doppelte Dosis BioNTech/Pfizer, dann kann da nichts mehr passieren. Dann beginnt das Leben neu mit 50. Mhm. Ja. Wenn man aber so alt geworden ist, wie ich bin, ist man nur froh, dass das Leben so gut noch dabei ist mit allen Dingen. Und ich bin überall noch dabei, weil ich neugierig bin. Und so muss ich bleiben und so muss ich das genießen. Also, das ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Du bist geimpft. Und du empfiehlst es allen oder wie siehst du diese Impfung? Ich würde sagen, unbedingt impfen. Ja? Unbedingt. Erstens einmal, weil es ja wirklich ein Schutz ist. Ich glaube daran, dass die Medien uns ja das nicht nur vormachen, sondern das Glück, das wir haben, dass wir hier in der Stadt überhaupt drankommen zu impfen. Ich habe genauso gewartet. Ich habe tagelang gehofft, dass ich endlich den Termin kriege. Die haben mir den Termin nicht vorzeitig gegeben, sondern brav. Und dann habe ich auch noch gelesen in den Medien, dass die Bevorzugten auch noch von den Medien eher beschimpft wurden, dass sie da den anderen den Platz wegnehmen. Ich habe dann wirklich gewartet, bis man mich aufgerufen hat. Fein. So, und jetzt hast du also Corona erlebt, ein Jahr lang. Ja. Ich meine, du hast viel erlebt in deinem Leben. Ja, immer noch etwas. Unter anderem diese Terrorphase der Briefbomben, die ja auch nicht lustig war. Und das gleich da unten, wo ich wohne, genau unter mir. Nicht? Du hast jahrelang persönliche Security gehabt mit dem Helmut, dich also nicht wirklich frei bewegen können. War das Corona trotzdem für dich ein Horror? Ein Schock. Vor allem, ich habe mich dann nicht getraut, ich war gerade im Konzerthaus, ich habe mich dann nicht getraut, nach Hause zu gehen, weil das gerade dieser Tag war, wo die geschossen haben und alles. Dann bin ich im Konzerthaus bis 2:30 gesessen und habe halt mit anderen Leuten gewartet, bis man rausgehen konnte. Ja. Und dann habe ich gewusst. Da sprichst du jetzt von dieser Terrornacht. Von dieser Terrornacht. Und ich habe dann auch natürlich mich nicht getraut, nach Hause schlafen zu gehen. Bin dann ins Interconte gegangen. Verstehe. Habe mir die Nacht dort gegönnt. Verstehe. Und also das war diese Terrornacht.
die dich ja auch getroffen haben muss, weil ja so viel Terror dich oft vor allem in deinem Leben in Angst und einiges versetzt hat. Ne? Ich habe vieles erlebt. Also ich habe wirklich ein Leben hinter mir und habe es auch noch vor mir, mit allem Hochs und Tiefs und alles erlebt. Und aufregend war es. Und ich glaube nichts, vom Attentat zum Helmut bis hinunter zu den Krankheiten meines Mannes, meine Mutter verloren, dann allein geblieben. Und jetzt bin ich halt auch auf der Phase, mich allein richtig wohlzufühlen. Zu dem kommen wir gleich. Aber sag uns zuerst noch, wie du Corona erlebt hast. Ja? Du warst jetzt ja doch relativ lang in Wien. Du flüchtest ja manchmal ganz gern nach Portugal, wo du ein wunderschönes Haus hast und natürlich ein wunderbares Klima. Ja? Aber du warst jetzt wie lange in Wien? 4 Monate. Vier Monate nicht mehr in Portugal. Ich kann es kaum erwarten, dass ich in den nächsten Tagen wieder hinfliege. Aber es war mit den Flügen auch schwierig und ich habe einfach gewusst, jetzt fliege ich dort auch nicht hin, weil es ja nicht lustig war. Es war alles geschlossen, ist noch geschlossen alles. Und ich habe gedacht, Alleinsein ist in Wien viel schöner als in Portugal. Aha, ja. Und jetzt sage mal, Alleinsein in Zeiten von Corona, wie hast du das erlebt? Wie hast du diese 4 Monate, die ja größtenteils auch Lockdown waren in Wien, ja? Weihnachten war da dabei etc., wie hast du das erlebt? Ich muss sagen, es hat mir viel Zufriedenheit gegeben, dass ich in Wien geblieben bin. Denn ich habe doch immer, bin an den Sachen, an den Medien so dran gewesen, dass ich alles mitgelesen habe, was da passiert und so. Habe sehr aufgepasst, habe mir nicht mehr die Leute so ohne nachzudenken kommen lassen, weil ich bin ja so ein bisschen ein Open House. Und das habe ich abgestellt, weil ich wusste, die Ansteckung, man weiß ja nicht, wann man sich ansteckt und die ist sehr gefährlich. Und da passe ich sehr auf. Also ich bin jetzt nur zu Hause die meiste Zeit, du viel lesen, du auch wieder am Klavier ein bisschen rum. Nicht gut, aber es gefällt mir plötzlich, dass ich wieder ein bisschen Klavier spiele. Und habe sogar angefangen, ein paar Stimmübungen wieder zu machen. Obwohl ich dann immer davor stehe vor dem Klavier und die Stimmübungen mache und mir denke, wozu mache ich es? Ich trete ja nirgends auf, ich singe ja nirgends. Na, wer weiß, kann ja noch kommen. So, also, 4 Monate Lockdown in Wien, man könnte ja auch sagen Quarantäne im weitesten Sinne. Ja, könnte man sagen. Freiwillig, ohne dass du für einen Anlass gewesen wäre, zurückgezogen hast. War das positiv, weil du mal ein bisschen zu dir finden konntest, viel Zeit hattest, keine Hektik, keine Society-Termine, Abendtermine gibt es gar nicht mehr, Nachtessen kannst du auch nicht mehr geben. Man kann kein Theater hast besuchen. Hast du das genossen oder geht dir das mörderisch ab? Ich habe sehr gelitten darunter, dass man keine Theater besuchen kann, weil ich das genützt hätte, wenn ich selber nicht auf der Bühne stehe, dass ich ständig ins Theater gehe. Und das ist auch alles nicht, aber ich habe ein so reiches Vorleben gehabt, dass ich jetzt Zeit hatte, das ein bisschen aufzuarbeiten und vieles, was ich nie von mir selbst gelesen habe, was da an Kritiken erschienen ist, habe ich Zeit gehabt zu schauen, aha, da war ich ja wirklich brav und fleißig und habe dann ein bisschen so innegehalten, dass das Leben immer noch neue Momente hat, die was bringen, die man noch nicht kennt. Ich bin so froh, dass ich auch ein Buch gemacht habe. Das hat man da. Und habe so Geschichten aus dem Leben da reinschreiben lassen und selber geschrieben. Aber ich habe eine Schreiberin gehabt, ich kann nicht so gut schreiben, dass ich da... Dieses Buch heißt Dranbleiben von Dagmar Koller, da haben wir es. Mein Motto, Dranbleiben. Dranbleiben, Dagmar Koller. Und da sind viele so kleine Geschichten drinnen mit so kleinen Weisheiten. Ja. Oder man könnte sagen, deinen Lebensweisheiten oder dem R... Bindestrich lebten. Ja, aber ich habe ja kaum Lebensweisheiten, sondern halt das alles wirklich erlebt. Das habe ich noch einmal preisgegeben. Da ist zum Beispiel die Geschichte, wenn die große Liebe nicht mehr wiederholbar ist. Ja, bist du wahnsinnig, dass du gleich sowas wieder ein Thema von Liebe. Und wie man Liebe trotzdem sein Glück findet. Ja? Mhm. Was ist denn das? Sag's uns. Wenn die große Liebe nicht mehr wiederholbar ist, das ist ja eigentlich deine große Lebensstory. War schon oder? Erzählt, die große Liebe im Leben. Das ist der Helmut Zink, dein Lebensmensch, immer gewesen. Er war alles in allem. Er war Freund, Berater, selber also auch Liebhaber. Ja. Das ist ja auch schön, wenn derselbe Mann, der dich berät und der dir hilft in der wirklich schwierigen Karriere, die ich hatte. Ja. Weil ich war ja so vielseitig. War ich Tänzerin, war ich Schauspielerin, war ich nur Schauspielerin. Aber ich mischte es dann mit dem Gesang
und habe wirklich schwer gearbeitet. Und da war also, er die beste Unterstützung. Das war die ganz große Liebe. Ja? Würde ich schon sagen. Die du vor, mittlerweile muss das wohl mindestens 13 Jahre verloren hast. Tot, ja. Dieser weg für mich. Größte Verlust, den wir haben. Er hat gewusst, ich bin nicht ein Typ, der so unbedingt allein bleiben will. Ich, du hast mit ihm lange geredet? Ja, gib mich frei, habe ich so gesagt. Weiter, nein. Oder? Bitte? Nein, ja. Aber ich habe schon immer wieder sehr, sehr wichtig, liebe Freunde. Und das ist mir sehr wichtig und die pflege ich auch. Ich glaube auch, man muss Freundschaften pflegen. Die bleiben nicht, wenn man nicht, ich mache Einladungen. Hast du eigentlich wieder einen Mann in deinem Leben? Ach, da muss ich jetzt tief atmen. Einen oder mehrere? Was, wie immer du es beantworten willst. Ich würde es so sagen. Aber es gibt wieder den einen oder anderen Mann in deinem Leben. Sehr selten zwar, aber ja, es gibt ja, es. Gelegentlich. Ja, gelegentlich. Ja? Die, wo du auch ein bisschen wieder Freundschaft ja, oder Liebe... Ja, es muss schon immer Liebe sein. Ohne Liebe, wenn die nicht ist, dann fehlt ja was. Also eine gewisse Form der Liebe, wohl wissen, da heißt mein dass Motto, du deine große Liebe nicht wiederholen kannst. Nein, mein Motto war ja immer, nur Liebe zählt. Ja? Wenn sie fehlt, bleibt nichts mehr. Und das stimmt. Ich habe das in meiner Rolle in Sorbas immer gesungen, am Abend in dem Theater in der Wien, ganz laut hinausgeschrien, nur Liebe zählt. Wenn sie fehlt, bleibt nichts mehr. Und das ist mir dann mein Lebensmotto geworden. Und alles, was ich mache, mache ich, wenn es erfolgreich sein soll, wirklich mit Liebe. Und dann schreibst du, was jetzt sehr, sehr gut zu dieser Zeit passt, die Zeit mit mir. Das ist auch eines deiner Erfolgsgeheimnisse oder Lebensweisheiten, dass du sagst, die Pausen für den inneren Rückzug, das sind die schönsten und wichtigsten Dinge im Leben. Ja. Die sind das sehr, ist jetzt sehr, ja passiert bei Koller. Das ist jetzt im Moment bei mir ganz wichtig und vor allem alle Erinnerungen positiv. Mhm. Die schlechten habe ich total vergessen. Mhm. Es gibt auch sehr schlimme Erinnerungen in meinem Leben. Aber ich glaube, dass ich sehr positiv denke und sehr von den Erinnerungen leben kann, weil da so viel passiert ist in meinem Leben. Denk mal nach, ich habe Amerika erobert mit Gesang und bin da 9 Monate lang durch Amerika, überall in große Hallen geschickt worden, um zu singen. Und wenn ich da zurückdenke, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, aber es ist eine herrliche Erinnerung. Und ich habe große Menschen kennengelernt, sehr wichtige, bedeutende Stars. Für mich war das wundervoll. Ich habe das auch gepflegt. Und jetzt ist es so, dass ich auch viele gute Freunde habe und schon schaue, dass ich da immer in Kontakt bleibe. Jetzt muss man dazu sagen, du bist ja ein Mensch, der mit, du hast ja selber gesagt, wie alt? 81. So jung ist wie mit 50 eigentlich. Dankeschön. Ja, ja, ich bin noch maximal 60. Ich trainiere auch jeden Tag. Ja, du, genau. Da ist alles geübt und gibt sogar die Finger. Und da gibt es ja immer wieder Tipps von dir, hier im Buch, im Fernsehen bist du aufgetreten etc., wie man so gesund bleibt wie du und dann so ausschaut wie du. Ja, dann, wie machst du das? Dann erstens einmal tue ich wirklich wenig essen, aber... Es kommen schon die Momente, wo die Fresssucht zu groß ist. Dann wird einmal so viel hineingepumpt in mich, dass ich dann wieder 2-3 Tage wirklich ganz konzentriert wenig esse. Ich gönne mir aber immer ein schönes Schluckerl Gin. Ich habe mir das von der alten Mom in England abgeschaut. Die alte Dame ist über 100 geworden. Und die hat immer ein Schluckerl gemacht, ein Schluckerl Gin. Also ein Schluckerl Gin. Ich habe früher immer Wodka gemacht, das mache ich nicht mehr. Ja. Ich mache auch einen Schluckerl Gin. Also ein Schluckerl Gin am Tag hält dich jung. Ja. Was hält dich noch jung? Ja, das ist schon noch Training, immer. Training hast du gesagt? Nicht? Ja, das sowieso. Täglich, was trainierst du so? An und für sich jeden Tag so 20 Minuten. Nicht länger, aber sehr intensiv. Aerobik oder Gymnastik? Nein, nein, oder was ist? Meins kommt ganz persönlich von mir selbst, erfundenes Training. Ich war Balletttänzerin, Ausdruckstänzerin und habe da eine Mischung, wo ich wirklich Sachen mache, die ihr alle macht, die jede, die also Fitness macht. Ich mache es gemischt und bilde mir ein, das tut mir gut. Ich mache nichts. Dabei Kniebeugen oder was? Na ja, schon auch das Bein an die Wand drauf und drücke ich mich noch so dran, dass der Spagat nicht ganz weggeht. Ja. Und dann ist es sehr viel mit ganz konzentrierten Dehnen der Sehnen. Ja. Also ich halte auch die Finger, ich dehne sie immer. Ja. Ich dehne auch meine
Muskeln, die Waden und sehr intensiv an die Wand lehnend und da drücke ich fest das Bein, also die Ferse am Boden und ganz gestreckt dabei und da spürt, da dehnt man den Körper. Dann gibt es so viele lustige Kapitel in deinem Buch. Eines der lustigsten ist, wir Digitalisierten, ja, warum es gut tut, Freundschaften im Netz zu pflegen und wie schwierig dir das manchmal fehlt. Ja, ja, schrecklich, ich bin so faul. Aber du bist voll digitalisiert. Ja, voll. Ja, voll. Und zwar? Am Computer war eigentlich ganz wichtig, dass ich meine Kontakte halte. Bin kaum aus Wien weg, hänge ich am Telefon und gebe Nachricht, wo ich jetzt gerade bin. Und ich muss auch sagen, ich mache alles jetzt über den Computer natürlich. Was ein Vorteil ist, aber auch ein Nachteil ist, dass man zu schnell alles macht. Man kann es nicht mehr so genießen. Ein Brief schreiben war schon schöner, aber das tue ich nicht mehr. Und dann hast du ein Kapitel, das heißt Rebel at Heart, Rebell im Herzen. Ja. Bist ja irgendwie, auch wenn man es dir nicht anschaut, ja. Aber ich kenne dich natürlich sehr, sehr gut. Ja, das ist natürlich ganz lustig und das lässt darauf schließen, schreibst du da drin in dem Kapitel, dass du das Herz auf der Zunge trägst. Das tue ich. Manchmal. Ja. Öfters. Und ich habe auch furchtbare Ausfälle dadurch, weil ich Sachen sage, die ich nachher bereue, dass ich es gesagt habe. Und dann muss man auch damit dann leben. Das ist manchmal ganz schlimm, dass man was gesagt hat, oh Gott, jetzt habe ich wieder zu viel von mir gegeben. Aber ich bin gesprächig, ich bin locker und ich bin offen. Ich finde einfach, wenn man in diesem Beruf wie ich bin, und den habe ich mein ganzes Leben erfolgreich gemacht, weil ohne Erfolg ist der Künstlerberuf Trauerspiel. Weil verdienen du sehr wenig. Und heutzutage ist es so, dass man überhaupt nichts verdienen kann mit der Kunst. Aber ich habe das immer richtig gemacht, dass ich mich gegeben habe. Also so ich gebe mich hin. Ja. Wenn du schon das Herz auf der Zunge trägst, was hältst du von der derzeitigen Politik, von unserer Regierung, der junge Kanzler, ja, Sebastian Kurz? Ich werde mich nie über die Politik äußern, weil ich ja einen politischen Menschen geheiratet habe. Ja, eben. Und damit gekriegt habe, dass ich also so vieles erlebt habe, was bei den Politikern schief geht und was dann immer über Telefon, der Helmut ist verfolgt worden in Portugal. Wir haben eigentlich nie einen Urlaub gehabt in Portugal. Er hing nur am Telefon. Weil das sind arme Hunde in deinen Augen. Ja, im Grunde ja. Ein armer Kerl, weil wir auch, ja, naja, der ist ja sehr geliebt bei den Frauen, weil er ist wirklich ist ein Sympathiker. Ja. Ja. Aber ich bewundere ihn in seiner Jugend, dass er so gut ist und das so besteht. Also der gefällt dir nach wie vor? Absolut, ja. Und die Politiker generell tun dir leid? Weil nein, du weißt, die tun mir nicht leid, weil der Job ist wunderschön für diese Politiker. Ja. Wenn einer Politiker wird, macht er das auch vom Herzen her, hoffentlich. Dann ist er auch gut und wenn er nicht gut ist, kennt man ihn eh nicht. Und die Nachfolger deines Mannes, jetzt der Michael Ludwig als Bürgermeister? Absolut spitze. Absolut spitze? Absolut spitze. Also wirklich, der gefällt dir? Dass der als so liebenswürdiger Mensch das schafft. Aha. Und ohne Ecken zu haben, ohne, eben er ist ja auch, er trägt die, wie sagst du so schön, auf der Zunge. Er ist ehrlich. Ja. Und das ist so wichtig. Gut, und dann kommen wir zum letzten Kapitel deines Buches. Das heißt, eine glückliche Erinnerung ist vielleicht auf Erden wahrer als das Glück. Und du sagst, du hast einen inneren Souvenirladen, den du mich spazieren trägst. Du drückst das so süß aus, dass ich gar nichts mehr dazu sagen kann. Das ist wunderbar. Ich habe wirklich einen Souvenirladen in mir und habe so viel Glück mit Freundschaften, denn ich bin nicht allein. Ich habe Abendessen bei mir zu Hause, da weiß ich, der bringt das mit und der bringt das mit und dann wird es leider mit Leidenschaft gegessen. Ich habe immer Freunde, die sehr gerne essen. Mhm. Und bei mir ist es schön zu Hause, um das einzukaufen. Wir müssen ja jetzt alles einkaufen, weil nichts ist offen. Ja. Und wir sitzen rund um meinen Tisch und da wird gut gegessen. Verstehe. Also das ist ein Souvenirladen und die Erinnerung an viele Freunde, aber auch natürlich die Erinnerung an eine ganz besondere Liebe, nämlich deinen Helmut. Ja, das ist natürlich, man kann wirklich sagen, mein Helmut, der absolut top im Leben war. Aber nichts ist nachholbar. Genau. Das ist alles Vergangenheit. Und ich habe das Glück, jetzt auch wieder Menschen an meiner Seite zu haben, die ich schätze, die ich wirklich liebe, also echt liebe. Mhm.
Und, auch Männer, die du liebst. Ja, nur, ich kann keine nur Frau Männer lieben. Ich bin nicht dazu. Also, ich sag's ehrlich, Männer, Weiber Männer, die du echt liebst. Ja. Ja, die gibt's. Die gibt's. Und wenn ich jetzt zum Schluss noch ganz keck fragen darf, weil du kennst mich ja als Frechdachs, ja, wenn du jetzt nach Portugal fährst, ja, da bleibst du ja bis September üblicherweise. Fast, ja. So in etwa. Mhm. Ne? Da fährt einer mit mir. Das wollte ich fragen. Ja, natürlich. Da fährt allein einer mit ist mit doch dir. Langweilig. Da fährt einer mit dir. Ja. Je nachdem, wer Zeit hat, das ist ja auch eine Zeitfrage. Meine Männer sind nicht so alt, dass sie immer Zeit haben. Sie sind aber einer, der Zeit hat, fährt mit? Ja. Weil alleine würdest du dort nicht lustig sein. Schrecklich. Allein ist es nicht schön. Nein. Und du bist jetzt 80? Ja. Ah ja. Fühlst dich wie 50? Ja. Ja? Und startest schon auch noch das eine oder andere kleine Liebesabenteuer? Ja, das ist ganz wichtig. Ja? Denn das macht dich ja, das Blut wallt noch immer. Ja. Das heißt, man kann mit 80, auch wenn man so total eine Liebe erlebt hat wie du mit dem Helmut und die dadurch so tragisch geendet hat, dass der ich bitte nur, ist. Wer da jetzt zuhört, bitte glauben Sie mir, verliebt sein ist das größte Glück. Und man muss aber auch sich aufmachen, um verliebt zu sein. Du kannst nicht so jetzt nur mal trauern und so am Friedhof. Ich bin eine Zeit lang immer auf den Friedhof gefahren, bis ich drauf gekommen bin. Aber jetzt hast du wieder das Glück und das Leben entdeckt. Ja. Und bist wieder fröhlich. Fröhlich. Und bist wieder verliebt. Und zufrieden. Bist wieder verliebt. Wie immer, ja. Aber nicht nur in einen. Ich würde sagen, nur in einen. Nur in einen. Nein. Zeitgleich immer nur in einen. So ungefähr. Super. So, also Dagmar, es ist immer so herrlich, mit dir zu reden. Also unglaublich, welche Lebensfreude du jetzt noch hast. Na ja, gut, jetzt startest du in den nächsten 20 Jahren. Ich möchte auch nicht ganz allein sein. Ja? Das Leben bringt ja noch so viel. Jetzt, wo ich 81 war, ist das überhaupt ein Geschenk, dass man das noch hat. Und wie ich meine Pflanzen und Bäume in Portugal liebe, ich umarme meine Bäume und da lehne ich mich so dran. Aber du umarmst doch einen Mann, nicht nur die Bäume. Absolut, ja. So, das war Dagmar Koller. Meine Damen und Herren, da sehen Sie, welch herrliche Jahre wir alle noch vor uns haben, ich zumindest, ja, aber auch viele, viele andere. Wenn man mit 80 noch so drauf ist, wie die Dagmar, und noch so viel Glück empfindet und noch so fröhlich ist und zusätzlich auch noch geimpft ist. Und zusätzlich auch noch geimpft ist, dann sieht man, wie schön das Leben. Und denke mal nach, wirklich, ich bin 81, ich kann es ja nicht mehr wegschieben. Aber eigentlich danke ich dem Herrgott jeden Tag, dass ich so gesund bin und trachte auch wirklich aufzupassen, dass ich gesund bleibe. Und dass diese Liebe immer noch Flammen hat, also das ist so wichtig. Gut, also, was Schöneres als eine Woche ein Fellner Live und fünf spannende Fellner Live in dieser Woche zu beenden, als wie mit Dagmar Koller, das gibt's nicht. Ich danke dir fürs Kommen, Dagmar. Ja. Ich freue mich, dass wir mit dieser wunderschönen Stimmung jetzt ins Wochenende gehen. Ja, an Osterwochenende. Und Ihnen wünsche ich an diesem Wochenende so viel Glück, wie es die Dagmar erleben wird. Nächste Woche die zweite Impfung, die große Freiheit und dann Portugal mit einem geliebten Mann an ihrer Seite, alleine nie mehr. Nicht weiterreden. Ja. Ja? Ja. Okay, Dagmar, danke schön. Ihnen danke fürs Zuschauen. Gute Nacht.